Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Aus diesen drei Zutaten werde ich ganz leckere Blätterteigröllchen machen. Und es ist super schnell gemacht. Ihr werdet sehen, es wird lächelnde Gesichter zaubern. Also los geht's. Als erstes wird der Feta-Käse mit einer Gabel zerkrümelt. Ich habe übrigens diese Marke benutzt, die dreieckigen Blätterteig-Blätter findet ihr im internationalen Supermarkt. Die sind schon so fertig geschnitten und da sind ungefähr, wenn ich mich nicht täusche, 24 Stück drin. Zum Schluss kann ich ja nochmal zählen und ich glaube, die Packung kostet irgendwie nicht ganz 2 Euro oder so, also auch super günstig. Als Hilfsmittel habe ich mir noch eine Schale mit heißem Wasser genommen, damit ich die Enden von den Blätterteigröllchen ein bisschen verkleben kann. Ihr nehmt einen Löffel von dem Feta-Käse, so, tut es so an den Anfang von den drei Ecken hin. Dann werden die Seiten, Moment, ich halte die mal so. So, dann werden die Seiten eingeklappt. Das Ende wird rüber geklappt und dann wird gerollt. Und die Spitze, die tunke ich jetzt in das warme Wasser. Dann kleben die Röllchen auch. Und so sieht ein fertiges Röllchen aus. Die Röllchen werden jetzt in Öl frittiert. Dann nehme ich mir einfach eine Pfanne und tue einfach ungefähr ja, so ein Dreiviertel Glas Öl hinein. Lass das schön heiß werden und dann werden die Röllchen einfach drin frittiert. Wenn die so schön goldgelb sind, dann sind die auch fertig. Ich tue sie dann auf einen mit Küchenkrepp belegten Teller, damit sie so ein bisschen abtropfen können. Und dann geht es weiter mit den restlichen. So, die Blätterteigröllchen sind fertig. Die lasse ich jetzt mal so 10 Minuten abkühlen und dann kann man sie auch schon gleich servieren. Die leckeren mit Feta gefüllten Blätterteigröllchen sind jetzt fertig und sind super lecker und knusprig geworden. Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Es ist ganz super schnell gemacht und ihr werdet ganz viele lächelnde Gesichter sehen. Glaubt mir. Also probiert es unbedingt mal aus und wenn es euch gefallen hat, vergesst es nicht, mir mal in die Kommentare zu schreiben. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.